Hallo meine kleinen Zombies, herzlich willkommen bei diesem Video, wo ich wieder ein Holzteil bemalen möchte. Und zwar habe ich was auf dem Trödelmarkt gefunden, für sage und schreibe 1 Euro, und zwar das hier. Ja, von VBS, das sind solche Deko-Holzschilder. Ich weiß nicht, wie teuer die sind, wenn man sie so kauft, aber ich habe jetzt für beide 1 Euro bezahlt. Ja, und deswegen macht Trödelmarkt Spaß, gell? So, mal gucken. So. Jawohl, die sehen doch sehr schön aus, wie kleine Frühstücksbrettchen. So, ich werde beide schon mal grundieren mit Gesso. Und dann hatte ich was vorgezeichnet in meinem Skizzenbuch, was ich dann abfotografiert und bearbeitet habe. Und ja, das ist dieses Haus. Könnte ich das noch größer ausdrucken? Ich schneide das mal eben grob aus und dann schauen wir mal. So, es ist ausgeschnitten. Oh, ich denke, das passt ganz gut. Sehr schön. Weil ich dachte, dass ich hier hinten vielleicht noch so Streifen hinmache, so schwarz-weiß. Mal gucken. Ich habe das auch ein bisschen, die Sättigung dann da rausgenommen, damit das nicht ganz so schwarz ist, die Outlines. Dann kann ich das besser nachher nachmalen, weil ich dann wieder diese Durchdrückfolie da dieses benutze. Wie nennt man das nochmal? Graphit-Durchdrückfolie, keine Ahnung. So, schön. Dann, das wird eine Fummelarbeit, das auszumalen. Vor allem mit Acrylfarben, ne? Oh Gott. Oh je, was tue ich mir da wieder nur an? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so klappt, aber wir werden es sehen. Gut, ich werde erstmal grundieren. Und dann muss das sowieso trocknen. Und dann können wir loslegen.